Anastasia, der geheimnisvolle Weg einer Unbekannten aus dem Dunkel der Vergangenheit. Seit 36 Jahren steht ihr Schicksal im grellen Licht der Öffentlichkeit, dauert der wechselvolle Streit um ihre Person. Wie wird der Weg dieser Frau enden, die am 27. Februar 1920 aus dem Berliner Landwehrkanal gezogen wurde? Stehen Sie doch einmal auf, wegen der Größe. Ich will nicht. Aber es ist ja nur für einen Moment, bitte. Lassen Sie, ich will nicht. Muss sein, wegen Größe, bitte. Also ist es? Das ist doch Anastasia. Oder ist es nicht? Wenn Sie sind, müssen Mund auftun, verstehen Sie? Mund auftun, wie ein ganz normaler Mensch, sonst sind Sie eben verrückt. Wollen Kaiserliche Hoheit wirklich mit Ihrer Majestät über diese obskure Kranke sprechen? Ja, Exzellenz. Bedenken Sie die rein dynastischen Folgen. Eine Kranke, eine Hilflose, eine zerstörte Frau an der Spitze des Hauses Romanow. Das Ansehen der Monarchie mit einer Frau, die aus dem Irrenhaus kommt, können Sie sich das vorstellen? Wovon redest du? Von Anastasia Nikolajewna? Willst du sagen, dass sie alle zurückgekommen sind? Nikolai, Alexandra und die Kinder? Die ganze Zarenfamilie. Lass uns verschwinden, sag ich dir. Los, Mensch, komm. Ah, dann ich weiß. Kammerdiener zweiter von Papa. Namen ich weiß nicht mehr. Kaiserliche Hoheit. Ich guck und guck und denk, das ist sie doch. Wer? Na, die Franziska, die bei uns 2 Jahre gewohnt hat. Ach nee, kommen Sie, sitzen. Danke. Ich hab sofort gesagt, das ist die Schanzkowski. Die hat doch noch meine Kleider an von damals. Unser lieber Gast, die Großfürstin Anastasia. So kann sich nur eine Schwindlerin benehmen. Oder eine Kranke. Ich habe alles für eine eidesstattliche Erklärung vorbereiten lassen, denn ich bin der festen Überzeugung, dass Sie Anastasia Romanow sind. Wer ist diese Frau wirklich? Der Film Anastasia ist ein dramatischer Tatsachenbericht um die rätselhafte Herkunft einer Unbekannten. Ist sie eine polnische Landarbeiterin, eine Schwindlerin, eine Kranke oder ist sie Anastasia, die überlebende Tochter des letzten Zaren? Ja, wer denn soll ich sein? Was ist mein Name? Sagen Sie mir. Ja, sagen Sie mir doch. Krasal.